Achtung! Alle Gags in diesem Sketch sind weder an einzelne Personen noch an Personengruppen gerichtet. Dieses zynische und gesellschaftskritische Video ist zur Belustigung gedacht. Ich beabsichtige nicht, irgendjemanden damit persönlich anzugreifen. Sollte sich trotzdem jemand beleidigt fühlen, möchte ich mich dafür ausdrücklich entschuldigen. Nun viel Vergnügen mit dem Video. Mir ist außerdem bewusst, dass die beiden Charaktere Guido und Angela nicht ganz perfekt getroffen sind. Gagen, gagen. Hallo Leute, ich grüße euch. You know what day it is? It's Wednesday. And Wednesday means explosion! Ach, naja, sieht zwar nicht so schön aus wie bei Weezy Waiter, aber es lohnt sich trotzdem vor Freude, heute in die Luft zu gehen, denn der zweite Teil eurer Wunschimitation ist endlich fertig. Und hier kommt er auch schon. Neulich im Kanzlerinnenamt. Ach. Wir sind Zerstörer vom Goleben, mit den Wundern jener Zeit. Listen and repeat. This is Bob. Bob lives in a house. This is Bob. Bob lives in a house. Mensch Guido, so geht das nicht. Sie sind immer zu spät und in der Zwischenzeit rennen die Leute mir die Bude hier ein. Immer nur Atomkraft? Nein, nein. Und ich soll jetzt was genau dagegen unter... Frau Merkel. Trinken Sie? Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ich, eigentlich trinke ich nämlich gar nicht, weil wenn ich trinken würde, dann könnte ich ja mein Amt gar nicht richtig führen. Das können Sie auch so nicht. Bitte? Das ist Deutschland hier. Ach, wissen Sie, die Sache mit der Atomkraftverlängerung, die überfordert mich einfach. Das hätte ich Ihnen auch schon lange vorher sagen können, Frau Merkel. Ich hatte schon lange vorher so ein komisches Gefühl dabei. Ach, hören Sie bloß auf mit Ihren komischen Gefühlen. Die sind bei Ihnen doch sowieso total verdreht. Hüten Sie Ihre Zunge, Frau Merkel. Ach, stört es Sie, dass Sie schwul sind? Herr Schwesterwelle? Das ist eine unverschämte Beleidigung, die ich nicht erwartet hätte. Nicht von Ihnen, Frau Merkel. Guido, es tut mir wirklich leid. Dass du so schwul bist! Guido, geh nicht! Das Schwul ist mir nur rausgerutscht. Das ist so schlüpfrig. Also, das muss ich mir hier überhaupt nicht bieten lassen. Herr Westerwelle! Ach, gehen Sie bloß. Ich kann Deutschland ja auch ohne Ihre Hilfe ins Verderben stürzen. Und wir sind wieder zurück. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, mir den grünen Daumen gebt, das Video favorisiert oder.